Hallo und herzlich willkommen zurück zum FIFA 16 EM Orakel. Spieltag Nummer 2 beginnt in Gruppe A. Das ist Rumänien, gespielt von Valvo. Hallo. Gegen die Schweiz, gespielt von mir. Und unser Social Media Experte, keine Ahnung, eigentlich nur der Typ, der einfach mit in der Konfi ist und ein bisschen Statistik vorliest, ist der Jokele. Hallo, ich bin auch wieder da. Ich bin auch wieder Debüt. Ich hoffe, ich bin frei. Spielt der Alex frei noch? Nee, ne? Schade. Hab ich noch nicht drin gehabt, ey. Pantilimon, ne? Ja, den kenne ich auch. Im Tor habe ich. Kenn ich auch noch kennen. Und auf der Bank habe ich Bürki. Das ist irgendwie. Ich weiß nicht, für was ich mich entscheiden soll. Ich möchte gerne beide aufstellen. Darum lasse ich Bürki in der Abwehr spielen. Im Sturm. Ja, Rumänien, ne? Ist halt Rumänien. Was tippt ihr denn, wie das Spiel ausgeht? Schweiz 2-0. Schweiz und? 3-1. Ui. Also ich tippe mal, nachdem ja die Rumänen auch nicht so stark einzuschätzen sind, aber die Schweizer glaube ich auch nicht so wirklich. Also ich tippe mal auf ein 1-0, gerade mal für die Schweiz. Ich habe 2-0 getippt, ne? Ja. Oder? Hab ich 2-0? Ja, ich 2-0. Oh Gott. Und das kommt niemals zum Elfmeterschießen mit der Schweiz. Die Schweizer mit dem Anstoß hier. Shaqiri, oh Gott, erstmal mit dem Doppelpass. Mit der Diok. Ein ungewollter. Nein. Nein. Alter, keine Ahnung, was die hier gerade machen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so cool. So, schauen wir mal. Rumänien bislang bei 4 Endrundenteilnahmen bei der Europameisterschaft. Bestes Ergebnis Viertelfinale im Jahre 2000. Was waren die jetzt? Böses Foul von dir. Wie bei unserem ersten Spiel. Und die Schweiz bislang auch 4-mal bei der Endrunde dabei. Und bislang immer in der Vorrunde ausgeschieden. Sind auch bei der Weltmeisterschaft erfolgreicher gewesen, haben sie immerhin bis ins Viertelfinale sogar 3-mal geschafft. Bei der Europameisterschaft waren sie auch mit dabei. Als sie es ausgetragen haben. Unter anderem, ja. Mit der Bier. Grüße an den Michi. Mit der Bü, wo ist das? Hast du nichts gelernt bei der Boxengasse? Es tut mir so leid. Der Rekord. Spieler bei der Schweiz ist Heinz Herrmann. Okay, kann man mal machen. Und Rekordtorschütze ist Alex Frei mit 42 Toren. Alex Huben, ja. Der ist doch in der Buchsgasse. Und bei den Rumänen ist Rekordspieler Doriel Munteanu, wer kennt ihn nicht, 134 Spiele. Und Rekordtorschütze ist George Hatschi und Adrian Mutu mit 35 Toren. George Hatschi. Das war alles noch vor Valvos Fußballzeit. Adrian Mutu wurde doch damals wegen Dopings gesperrt oder sowas. Genau, ne? Der war doch bei Chelsea meiner Ansicht nach damals. Florenz? Fast dasselbe. Chelsea war aber auch. Der war ja auch überall. Memedi mit der ersten halben Torschung. Mal ein bisschen schreien, damit es ein bisschen energiegeladener hier wirkt. Wie in der Boxengasse. Grüße. Memedi war beim HSV, oder? Freiburg. Ja, fast dasselbe. Boah. Ach. Martell haut einen mal in Derdiok um, ey. Und natürlich zu Recht die erste gelbe Karte in der Elfminuten. Martell, ist das nicht bei Anne House bei Game of Thrones? Ist ja nicht diese komische Spielefirma, Martell? Ja. Ein Bundesligaspieler immerhin bei der rumänischen Mannschaft ist Alexandru Maxim vom VfB Stuttgart. Ja, der ist cool. Nicht mehr Bundesliga. Fresse. Kommt drauf an, wo er hingeht. Ansonsten. Maxim war einer der besten beim VfB. Von der Premier League nach Pantheon von Sunderland. Bah! Bah! Das Valvo! Bah! Ich hab das Spiel schon gesagt. Es klingt einfach wie ein Pokémon. Pantelimon. Und
die Schweizer Mannschaft, ja, da sind ja sehr viele, die in der Bundesliga ihr Geld verdienen. Ich glaube, das Ru steht für Roulette, so wie die spielen. Russisch Roulette? Rumänisch Roulette. Rumänisch-russisches ja. Roulette. Bekommt den Ball und haut ihn sich gleich selber auf die Fresse. Und? Aber Kenny, der Trainer spielt doch gar nicht mit. Wo soll denn der Pass hingehen? Weiß ich auch nicht. Birki, Hitz und Sommer, die drei Torhüter von der Schweiz, alle in Deutschland aktiv, Dortmund, Augsburg und Gladbach. Dazu haben wir noch Giroud von Hamburg, Elvedi Gladbach, Fabian Scher Hoffenheim, Ricardo Rodriguez Wolfsburg, Fabian Frey Mainz, Granit Xhaka Gladbach, wird er ab der nächsten Saison bei Arsenal spielen, Tor. Admir Mehmedi Leverkusen und Haris Severovic Frankfurt. Leverkusen. Okay. Und von Stoke natürlich Shaqiri. Tor. Ich habe schon einen ordentlichen Torwart da stehen, weil da musst du ein bisschen was anderes bringen als mit deinen. Wen hast du jetzt drin? Birki? Nein, Sommer. Okay. Da könnt ihr wahrscheinlich mehr dazu sagen zu Birki, wie der so spielt die Saison. Ob sich das gelohnt hat, dass er zu Dortmund gekommen ist. Hatte Licht und Schatten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber eben nach einer Saison dann schon absäbeln, was ja schon einige so von so Fanseiten und so vermutet haben, hoffe ich mal nicht, dass man ihn auch in der zweiten Saison, weil Weidenfeller hat auch in seiner ersten Saison damals Probleme, also von daher. Oh Gott! Wow. Hat er in Freiburg anders gespielt? Kann ich ehrlich gesagt nicht so wirklich abschätzen. Aber ich denke mal, Dortmund wollte unbedingt ja, oder zumindest, ich weiß nicht, ob es von Tuchel-Seite aus, dass man einen jüngeren Torhüter da haben wollte. Aber ich kann es jetzt schwer einschätzen, wie stark er wirklich mit Freiburg gespielt hat. Ja, schade, dass das für Lengerack dann so schlecht lief, oder? Dass der ja, quasi nach Stuttgart und hat sich ja dann verletzt, die ganze Hinrunde ausgefallen ist und in der Rückrunde eigentlich kaum eine Chance, um sich zu beweisen. Hat, glaube ich, nur im Pokal gegen Dortmund, der nicht spielt. Und hat da nicht so gut ausgesehen, aber so wie er zu hören war, will er den Gang in die zweite Liga auf jeden Fall machen, was auf jeden Fall gut ist. Ja, nein, wieso? Ich wollte gerade sagen, das wäre das unverdienteste Tor bisher überhaupt nie im Leben, das war so schön rausgespielt. Das war echt schön rausgespielt. Ja, da können Sie... Das war Sie, schön. Das ist nur die dreckige Antwort von der Schweiz. Von der Schweiz. Jetzt gibt's einen Karton. Was? Einen roten. Lichtsteiner. Der Turiner ist schon raus. Ich muss mal eben wechseln. Hallo, ich habe keine Innenverteidigung. Kannst du deine Birki aufstellen? Fuck, ich habe auf Fortsetzen geklickt. Fuck. So ein Double. Okay, Lichtsteiner ist immerhin nur Rechtsverteidiger, also ist meine Außenbahn aktuell nicht besetzt. Was für ein dreckiges Foul, die Schweiz weiß sich nicht anders zu helfen. Damit haben die Rumänen jetzt eine große Chance. Da müssen auch noch mehrere von der Schweiz gehen. Dass das ja, ausgeglichen ist. Wir sind ja also wieder in der Gruppe A angekommen. Das erste Spiel, was wir bislang dort hatten, war Frankreich gegen Rumänien, was 2-0 für die Franzosen ausging. Das Spiel Albanien gegen die Schweiz sowie auch das nächste folgende Frankreich gegen Albanien. Dadurch, dass Albanien nicht bei FIFA dabei ist, werdet ihr nicht bei uns zu sehen bekommen. Deswegen nur Rumänien gegen die Schweiz aus der Gruppe A. Was macht ihr denn? Der passt in den freien Raum. Oh, Pantelimon!
Coaster. Und Rumänien, trotz der roten Karte für Schweiz, aktuell unter Druck, aber jetzt natürlich der Konter über die nicht besetzte rechte Seite. Ah, gut zu wissen. Was war das? Faul von dir. Was ist das denn für eine Frage? Ja, da fehlen jetzt die Anspielstationen. Und dann auch noch ungenaue Pässe. Oh, die Schweiz. Aber immerhin bin ich am Ball, im Gegensatz zu dir. Du bist ein Käsefondue, das weiß ich schon. Käsefondue. Mit doppler Rolle. Oh. Scheiße. Boah, Alter, kannst du was anderes auch? Er flext einen nach dem anderen rum. Juru hat man beim HSV gespielt, oder? Ja. Einfach mal den Rumänen da über die Klinge springen lassen. Was im wahrsten Sinne des Wortes. Da liegen sie schon wieder am Boden. Also die Schweizer werden alle einen dreckigen Hintern haben nach der Partie. Skiller! Ah, fast. Da versucht er es mal nicht mit der Flanke, wie 99%. Ja. Und prompt hätte es funktioniert. Jetzt natürlich, boah, Lichtsteiner fehlt da hinten natürlich, der Kapitän jetzt. Ein bisschen Chaos in der Abwehrreihe der Schweizer, aber es geht in die Halbzeit 0-0. Ein eher trauriges 0-0. Rumänien mit 2 Schüssen, keiner aufs Tor. Schweiz 5 davon, 3 aufs Tor. Pantelimon einmal mit einer Superparade. Das ist natürlich die rote Karte nach 33 Minuten. Und übrigens, weil wir zu dem Kommentar, kannst du was anderes auch? Fouls 4 für Rumänien, 2 für Schweiz. Ja, aber die Brutalen waren bei der Schweiz. Und der Schweiz? Chipchu kommt rein für Pinteli. Hat er mein Pinti dir angewurst? Im Joker fallen nicht mal zu Rumänien Schweiz so viele Kommentare ein. Ich hab doch schon eigentlich fast alles gesagt. Der Maxim hat es leider nicht in den Kader geschafft. Wow! Yes! Yes, yes! Während die Rumänen gerade ein schönes Ding. Wie unverdient ist das denn, ey? Hoffnungslos unterlegen die Rumänen und dann sowas. Muss das unterlegen, ey. Dubeltruppe, ey. Der Achter von der Schweiz kommt nicht zum Ball. Und da ist schon vorbei. San Martin Lucian. Mit dem Tor. Der 1-0 für Rumänien. In Saudi-Arabien. Gratuliere. Oh, da wechselt er gleich aus, der Kenny. Jetzt gibt es erstmal eins hinter die Ohren. In der 47. Minute war das Tor. Oh, Bürki kommt für Sommer. Nicht zufrieden mit der Torhüterleistung. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Sommer ist geknickt. Das ist viel zu kalt für den Sommer. Das könnte schon gewesen sein, seine EM. Bei mir ja, wenn ich nochmal die Schweiz kriege, ey. Winter is coming. What the fuck, Mann? Wie wunderschön! 2-0? Boah, fast! Alter, was geht denn jetzt gerade ab, ey? Dieses scheiß FIFA-Momentum, ne? Ich kriege die Krise mit, ey. FIFA-Momentum, Laberbacke. Ja, doch, das gibt's wirklich. Frage ist nur, ob ihr gerade gemerkt. Frage ist ja, in welchem Zusammenhang. Gerade meistens ist es ja oft in der so 90. Minute rum und man entweder
knapp zurückliegt, dann merkst du schon. Da ist was im Gange. Die dreckigen Fouls werden langsam weniger von der Schweiz. Sie denken sich langsam, ah, es wäre doof, wenn jetzt noch einer vom Platz geht. Vom Plätzchen fliegt, ja. Vom Plätzchen. Wow, okay, da geht's wieder los. Da faulen sie wieder. Es ist kein Foul, es ist eine Grätsche. Ein Foul ist es, wenn der Spieler getötet wird. Die Rumänen weichen nur so Geschicht aus. Geschicht? Oh Gott. Das war meine Flanke. Respekt. Vor allem weichen sie geschickt den Bällen aus. Ja, stimmt. Und da kommt wieder die Flanke. Boah! Kenny hat genug von durchlaufen, jetzt kommen wieder die Flanken. Oh, wichtig, wichtig, wichtig. Oh Gott, zu viel Rumänien. Leider zu langsam der Chip-Chew. Gurgur. Oh Gott. Die Schweizer Hintermannschaft, alles andere als sicher. Tanks du, ey. Hallo? Lebst du, ey. Wenn das jetzt ein Tor gewesen wäre, wäre Bürki auch noch vom Platz geflogen. Geht nicht mehr, ich darf nicht mehr wechseln. Okay. Apropos wechseln. Alter Schwede, ey. Nee, Schweizer. Nee, Rumäne. Okay. Ist die Frage, wen ich noch auswechsle. In der Innenverteidigung gibt es eigentlich kaum wen. Ich will mal Pantelimon auswechseln. Kiziru. Wenn ich mich gerade richtig im weiten Rund hier umblicken kann, sehe ich da den größten Rumänen aller Zeiten. Das müsste doch Peter Maffay sein. Ja, hallo Freunde, ich bin's, Peter Maffay. Ich habe eine Warze im Gesicht. Die habe ich auch mitgebracht. Die muss den eigenen Eintritt bezahlen. Und ich bin nur 1 cm groß. Das war doof, da durch die Mitte es zu versuchen. Und gleich der Konter der Schwitz. Boah, Flex. Kann man mal machen, der Rumäne liegt tot am Boden und es geht weiter. Der erste Todesfall bei der EM. Okay. An so einem Wochenende sollte man da eventuell nicht unbedingt so Witze drüber machen. Ja, Entschuldigung. Er war flach. Es sterben so viele Menschen jeden Tag. Dann dürftest du so eine Filze gar nicht machen. Bums. Jetzt wird. Jetzt ist die Stimmung im Arsch. Jetzt wird im Sturm gewechselt. Oder darf man Sturm jetzt auch nicht mehr sagen? Oh Gott! Oh. Was sucht das einfach mal? Der Schweizer mit der Nummer 9? Der Giroud hat da aber geschossen. Ja, ich dachte, Pantelimon wäre noch drin gewesen. Pantelimon hat geschossen. Die Schweiz ist das drittjüngste Team, 26,09 Jahre alt. Okay. Und das rumänische Team auf Platz 19 mit 28,73 im Durchschnitt. Das heißt, England, Deutschland, Schweiz und Belgien sind die jüngsten Teams. Was war denn das, ey? Wo laufen die vor allem hin? Wieso läuft denn der Stürmer ganz zurück? So, nö, dafür bin ich nicht zuständig. Ja, probiert's durchzudribbeln. Ui, ui, ui. Kriegt er gerade noch so seine Mauken davor? Die Pantelimon-Mauken. Die Pantoffel-Mauken. Oh Gott, ich glaube, wir kommen an den Ball. Oh.
Schöner Spielzug. Wow. Aber Bürki hält fest. Money. Lauf, Bürki, du Stück. Oh Gott. Den doch besser selber machen können. Sätze, die man Sonntagabend öfter hört. Oh, wow. Ernsthaft, mal. Wow. Oh, Mann. Medi, beste Chance bisher. In der 82. Minute. Wow, okay. Granit, Chaka, in Unterzahl zum Ausgleich. Hui. Mit dem überlegenen Team. Ja, schönes Ding. In Unterzahl. Überlegen. Überlegenen Team, ey. Schönes Ding von Chaka. Der geht zu Arsenal. Verlässt ja. Gladbach. Über 40 Millionen. Mhm. Spielt er offensiv und Sturm? Gewissen, was der Glück auf den Außenpositionen beheimatet ist, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Okay, zentral, defensiv und offensiver Mittelfeldspieler. Okay, kann mit aussieht. Überall dort eingesetzt werden. Oh je, abseits. Weil die Kapitänsbinde von Lichtsteiner übernommen. Da geht mir ein Licht auf. Na, hier ist Ausgang. Besser als ein Stein. Wie lange ist noch zu spielen? Vier, mit drei Minuten. Das wäre bei uns nach dem bisherigen 0:0 von England gegen Russland das zweite Unentschieden. Oh oh. Oh oh. Oh! Oh, schade, 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 schade! Lauf doch, der ist schon so platt! Einfach abziehen! Oh! 90. Minute und noch einmal eine Chance für die Rumänen. Zumindest mal eine halbe für die Statistik. Der geht in die Glocken vom Schweizer. Schweizer Glocken? Auch. Tut mir übrigens leid für alle Schweizer, die da zuschauen, dass ich die Sprache so verunglimpfe. Das klang doch gar nicht so schlecht. Du musst alles noch viel langsamer machen. Ja, und da ist es zu Ende. Wir können hier leider nicht auf Entscheidung spielen, sondern für uns endet es mit dem 1:1. Das ist Gruppenphase, da gibt es auch keine Entscheidung. Okay. 1:1 Rumänien gegen die Schweiz. In Unterzahl schafft es die Schweiz dann noch, den Ausgleich rauszuholen. Ich will mal das erste Foul der Rumänen sehen, was gerade mit Gelb bestraft wird. Gegen Martell. Die nächste Aktion, die wir hier sehen, ist ebenfalls ein Foul von Rumänien. Und natürlich das wunderschöne Nicht-Tor. Das Ding an die Latte gezimmert. Das war echt knapp. Und da die absolut brutale Geschichte der Aufreger des Spiels. Lichtsteiner fliegt vom Platz. Rumänien hat Glück, dass er sich nicht verletzt hat.
Und den Maut getroffen habe, ey. Und das und kurz nach der Halbzeit. Nach das schöne Tor der Rumänen. Packst du am Kopf, ey. Immer mal wieder Versuche von der Schweiz. Kommen immer wieder gefährlich vors Tor. Aber dann ist da noch jemand wie Pantilimon, der hier eine gute Parade nach der anderen gezeigt hat. Eigentlich, könnte man so sagen. Im Eröffnungsspiel eigentlich auch schon. Okay. Die nächste Ecke hier, Pantelimon über die Querlatte gelenkt. Geleckt. Aber dann die nächste Ecke. Chaka Tor völlig frei. Hatten die Rumänen völlig vergessen. Die gibt's ja auch noch. Das hat mir keiner gesagt. Noch einmal weggeflext. Und auch Chaka zugetreten. Schauen wir uns mal die Statistiken an. Schüsse 7 auf Seiten der Rumänen, 10 auf Seiten der Schweizer, davon 2 aufs Tor bei Rumänien, 7 von der Schweiz, also Pantelimon hat doch schon eine ziemlich gute Leistung gezeigt. Ballbesitz 48-52%, Zweikämpfe ausgeglichen 16-16, Fouls immer noch 4-2 für Rumänien. Ich möchte es nur noch mal anmerken. Ecken 1-3, Schussgenauigkeit bei Rumänien ganze 28%, während die Schweiz auf 70% kam. Und Passgenauigkeit 68% bei Rumänien und 64% bei der Schweiz. Schauen wir mal die Bewertung an. Ich glaube, die Ecken waren alle vor der Halbzeitpause, oder? Die Fouls auch. Ja, stimmt. Pantelimon, der Spieler des Spiels mit einer 9,4er Wertung. Lichtstein, der schlechteste Spieler mit einer 4,0. Kann man auch mal machen. Chaka eine 9,0. Sein Tor hat ihm noch ein bisschen was gebracht, aber das war's dann auch. Und ja, das war's dann mit dem ersten Spiel des zweiten Spieltags. Genau. Der Europameisterschaft. Ich bedanke mich bei Valo für die Partie. Bäh. Gerne, gerne. Bäh. Ich bedanke eine mich spannende bei Joker Partie. Für Social Media Krams. Gerne. Und danke mich von mir, weil ich so toll gespielt habe. Ja, Kenny. Gute Leistung, in Unterzahl noch den Ausgleich zu holen. Das ist kein Problem. Die einmal geschwommen, ey. Der Ausblick schon mal. Beim nächsten Spiel geht es dann britisch zu, und zwar England gegen Wales. Ah, Wahnsinn. Diese Sommer. In der Gruppe B. Das wird dann gespielt von euch beiden. Ah. Stimmt. Nee. Dir, Kenny. Ja, ich darf wahrscheinlich Wales spielen, obwohl mein Münzglück, ey, bisher war immer gut. Mal schauen. Naja, wir beenden diese Partie mal hier an dieser Stelle. Nochmal vielen Dank fürs dabei sein, Leute. In 3 Stunden geht's los. Anstoß Rumänien, Schweiz. Es klingt so spannend, wie es sich anhört. Und noch vielen anderen Spielen. Frankreich, Albanien, Russland, Slowakei, die seht ihr bei uns ja nicht. Und dann halt mit England gegen Wales. Wales. Tschüss. Bis dann, ciao. Gegen Wales. Das möchte ich aber nicht wählen.